Herzlich willkommen, ich bin Solar Laser und heute wieder ein Unboxing von Banggood. Und zwar hat Banggood mir hier kleine Copter geschickt. Und zwar möchte ich euch die mal kurz zeigen. Die sind gerade im Angebot für knapp 6 Euro das Stück. Und ja, was das genau ist, werde ich euch gleich mal erklären. Das sind, wie es da oben schon steht, so kleine Flying Balls. Haben Ähnlichkeit mit Doppelrotor-Heli, haben aber mit dem so gesehen eigentlich nichts gemeinsam. Die beiden Smileys sind genauso wie der Weihnachtsmann. Wir packen jetzt mal den Weihnachtsmann zusammen aus. Ich finde, ist eine ganz nette Geschichte für kleine Kinder. Aber auch für den Erwachsenen, der mal ein bisschen Spaß haben möchte an einem Doppelruder-Heli-Genuss, aber diesen nicht steuern möchte. Und zwar handelt es sich hier einfach um eine Art Handsteuerung. Das Ganze wird gesteuert mit der Hand. Wir haben hier unten in dem Weihnachtsmann einen Infrarotsensor. Hier ist aber auch gleich die Ladebuchse. Wir haben hier unten verschiedene Sensoren eingearbeitet. Einmal einen Infrarotsensor und einmal hier eine LED, so wie es aussieht. Ein Entfernungsmesser etc. Auf dem Rücken haben wir den Anschluss fürs Ladegerät, was mit bei ist, und den An- und Ausschalter, und dann war es das. Ja, was macht man damit? Das Ganze startet man hinten am Rücken. Ich schalte mal ein. Dann leuchtet hier die Bammelmütze. Und wenn wir jetzt uns bewegen, zack, startet das Ganze schon los. Wie es genau funktioniert, das werden wir jetzt gleich draußen sehen. Ich habe da auch draußen die beiden für euch am Start und ich zeige euch einfach mal, was ihr hier mitmachen könnt. Das Ganze sollte draußen natürlich nur bei Windstille benutzt werden, im Raum, innen drin etc. Wenn ihr das in eurer Wohnung macht, dann ist es kein Problem. Die bleiben ziemlich stabil, fliegen jetzt nicht rechts oder links oder so, sondern bleiben ziemlich gerade, fliegen circa einen halben Meter bis Meter nach oben und sinken dann wieder ab, und sobald ihr die Hand wieder drunter macht, fliegt das Ganze wieder hoch. Ja, ganz witzig für zwischendurch. Werden wir uns jetzt mal kurz draußen angucken. Viel Spaß. So Leute, ich komme mal kurz näher. Ich zeige ihn euch noch mal kurz. Wir sind jetzt hier mit dem Schneemann und den Tennisbällen draußen. Oder Tischtennisbällen. Ich zeige euch heute, wie ihr damit spielt. Und zwar noch kurz vorweg gesagt, es ist kein Kinderspielzeug. Zumindest nicht für Kinder, wo so drehende Teile ins Gesicht fliegen können. Müsst ihr vorsichtig sein. Wobei die Blätter ziemlich weich sind. So, wie wird damit gespielt? Man schaltet das Gerät ein. Und jetzt ist los. Und dann fliegt es so. Und der Spieleffekt ist jetzt gedacht, dass man hingeht und mit der Hand runtergeht. Und damit kann man die Höhe bestimmen. Das ist der Spieleffekt. So spielt man mit den Dingern. Und wir holen jetzt mal ein paar mehr. Die gibt es jetzt auch noch als gelbe Kugeln, als so WhatsApp-Gesichter. Und das sind so eine Kugeln. Und da ist der An- und Ausschalter und der Sensor hier unten. Und die zeigen wir euch auch mal. Und zwar einschalten, dann leuchten die und blinken. So, und gut. Ja, dann kann man sie so schön im Wind tanzen lassen. Ich finde das richtig stark irgendwie. Und dann kann man ja, und dann ist das so für die Reflexe, das heißt, ihr holt zwei Stück und müsst dann versuchen, dass keiner mehr zum Beispiel auf dem Boden landet. Ja, und so kann man schön die Reflexe trainieren. Oh oh, der sollte jetzt runterkommen. Ja, auf jeden Fall sind das die. Und zum Ausmachen einfach unten den An- und Ausschalter betätigen. So sehen die guten Stücke aus. Hier unten sind die ganzen Anschlüsse, die Sensoren, die dafür sorgen, dass das Ganze wieder hochgeht. Und so kann man schön die Reflexe seines Kindes üben. Das heißt zwei Stück. Wie gesagt, das Stück kostet glaube ich 5 oder 6 Euro.
Ich finde, das ist ziemlich günstig. Und ja, um so ein bisschen mit dem Kind die Reflexe zu üben, also ein bisschen etwas älteres Kind natürlich. Oh, dann kann man hier so rumtornen. Ich mache das gleich nochmal. Und zwar hier hinten. Weil der Wind drückt ein bisschen rüber. So, Ball 1 ran. Ball 2 ran. So, und jetzt geht's los. Einmal weiter. Aber so spielt man ungefähr. Oder wenn man ganz faul ist, lässt man sie einfach rumfliegen. Ich zeige das mal kurz mit der Hand. Wenn die jetzt irgendwie gegen ein Gebäude fliegen, haben die so einen Kollisionsschutz und schalten sich ab und dann blinken die so. Und dann wisst ihr, ihr müsst sie einfach nur einmal an und wieder einschalten, also aus an. Und dann funktionieren die kleinen Freunde wieder. Oh, so. Und den coolen Santa Claus. Den Santa Claus gibt es auch noch dazu. Ja. Ich finde das richtig cool. Also irgendwie ist das stark, dass sie so auf diese Schwebetechnik stehen. Abgeschossen, Santa Claus gewonnen! Finde ich sie super und sie greifen sich sogar gegenseitig an. Santa ist schon wieder ziemlich aggressiv da hinten und will immer wieder angreifen. Der andere hält sich so ein bisschen raus, wie ihr seht. Ja, das war's mit den drei Kollegen hier von draußen. Ja, wir haben jetzt hier nur in dieser Gasse gefilmt. Einen anderen Platz hatte ich jetzt nicht, wo wir hingehen konnten. Ich wollte ein bisschen windstill haben, damit ihr das mal seht, weil draußen ist ziemlich windig. Und auf einem freien Platz wäre es zu windig und dann driften die immer ab. Und hier blieben die ja gut auf einem Punkt. Das sind die guten Kollegen. Wie gesagt, kann man mit Kindern seine Reflexe üben. Alles kein Problem. Verschiedene Designs gibt es und auch Form. Links dazu natürlich unten in der Videobeschreibung und einen von den guten Kollegen werde ich an euch verlosen. Wann und wie, weiß ich noch nicht, mal gucken. Aber ich wollte sie euch erstmal nur vorstellen und wie gesagt für 6 Euro zu diesem Zeitpunkt dieses Videos. Ganz lustig. Aber mein ehrliches Fazit von meiner Seite aus, ich würde es mir nicht persönlich holen, weil für mich ist es nicht das Richtige aussehen. Wobei eigentlich, wenn ich mich so angucke, wäre es vielleicht das Richtige für den Sport. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich wollte es euch vorstellen. Doppelroter Heli, Welle ohne Fernbedienung, steuern mit der Hand. Ja, das war's. Wir sehen uns wieder im Studio. Ja, da habt ihr die kleinen Freunde mal gesehen, haben tierisch Spaß gemacht. Ist natürlich was für die kleinere Generation, aber auch hier die ältere Generation ist hier natürlich bedient. Wie gesagt, das Stück ca. 6 bis 7 Euro sind gerade im Angebot. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung und vielleicht werde ich von denen hier einen an euch verlosen. Mal schauen. Das war's zu den Flying Balls. Sehr coole Nummer, wirklich ein Spaß für Groß und Klein. Das war's, euer Laser. Schaut wieder ein. Tschüss.